Hey Leute, ich bin's nochmal, euer Marc. Gestern hat ja der Commander Krieger nochmal sein Video zum Gewerbeanmelden gemacht. Auch wenn das immer noch viele Leute sehr bescheuert finden oder die ganze Aktion sehr bescheuert finden, möchte ich trotz alledem auch nochmal darauf hinweisen, ich hatte ja auch schon mehrere Videos dazu gemacht, auch schon im vorigen Jahr, und zwar auf dem Kanal M1 Molter. Ich möchte immer noch mal darauf hinweisen, dass das immer noch diversen Leuten nicht so richtig klar ist, was ihr da macht. Es ist nun mal leider so, wenn man monetarisiert ist oder Partner ist und man hat regelmäßige Einnahmen, dass man dann wahrscheinlich wohl oder übel, wie ich das in den anderen Videos auch schon gesagt hatte, ein Gewerbe anmelden muss. Tja, jetzt möchte ich euch mal grob erläutern, wie ich das gemacht habe voriges Jahr oder was da so auf euch zukommt. Wenn ihr jetzt ein Gewerbe anmeldet, habt ihr nun mal leider dann auch das Problem, dass ein Gewerbe auch automatisch Kosten generiert. Die müssen natürlich auch erstmal durch YouTube eingespielt werden, was natürlich wieder bei vielen problematisch wird. Mir sind zwei Möglichkeiten bekannt. Man kann ein reguläres Gewerbe anmelden. Das wird dann quasi zu eurem Hauptgewerbe. Ihr lebt dann davon. Oder ihr macht es so, wie ich das gemacht habe, und habt das zu einem Nebengewerbe gemacht. Das kann allerdings nicht jeder machen. Ein Nebengewerbe oder ein Nebenerwerb kann man nur durchführen, wenn man regulär arbeiten geht. Das heißt, man hat einen Job, meinetwegen 40 Stunden die Woche, und empfängt ein festes Gehalt. Der Vorteil von einem Nebenerwerb ist, ihr seid weiterhin über euren Arbeitgeber krankenversichert, rentenversichert und alles, was dazugehört. Und der Nebenerwerb läuft so, wie halt gesagt, nebenher. Das heißt, ihr macht nur jeden Tag so und so viele Stunden. Da gibt es auch, glaube ich, eine Regelung, dass man das nicht so überschreiten soll, aber das kann eh keiner nachweisen. Und der Vorteil halt von diesem Nebenerwerb ist, man hat automatisch einen höheren Steuerfreibetrag. Das heißt, wenn man auf YouTube was verdient, muss man dann nicht arg so viele Steuern mehr bezahlen, als wenn ich das ohne Gewerbe jedes Mal in die Steuererklärung eingebe oder angebe und dann doch verdammt viel abgezogen bekomme. Nebenerwerb kann halt keiner anmelden, der halt leider arbeitslos ist oder minderjährig ist und noch keinen Job hat. Das wird dann automatisch zu einem Hauptgewerbe. Und das wird wieder gefährlich für viele Leute, die jetzt Hartz IV beziehen oder ähnliches. Denn dann müsst ihr euch selber krankenversichern und sowas. Und das kann richtig teuer werden. Und das macht dann meistens keinen Sinn. Also da sollte man sich nochmal richtig vorher informieren und seinen Weg dann gehen. Wie man dann halt das Gewerbe anmeldet, ich habe das folgendermaßen gemacht. Oder fangen wir einfach mal anders an. Mir sind zwei Wege bekannt. Man geht entweder auf sein zuständiges Landratsamt, Gewerbeamt, und das könnt ihr auch im Internet googeln, wo das ist. Gebt ihr eure Gemeinde oder euren Kreis oder Bezirk ein. Also googelt ihr einfach Gewerbeamt oder Landratsamt und dann müsstet ihr das eigentlich finden. Dann kann man dorthin gehen und da sollte man mitbringen seinen Ausweis. Bei mir waren es damals noch 25 Euro. Wahrscheinlich wird das teurer mittlerweile, ich weiß es nicht. Und dann kriegt ihr in etwa dieses Formular vorgelegt. Und da müsst ihr dann halt so einige Fragen beantworten. Euren Namen, Angaben zum Betrieb. Und da kommt dann auch mitunter die Frage, was denn die Art des Gewerbes ist, was ihr ausführen wollt. Ich zum Beispiel habe da selbstständiger Medienproduzenten eingeschrieben. Dann füllt ihr das alles aus, bezahlt eure 25 Euro und dann nach einer gewissen Bearbeitungszeit zwischen 2 Tage und 2 Wochen kriegt ihr dann Antwort vom Gewerbeamt oder geht nochmal rein und fragt nochmal nach. Dann bekommt ihr diesen Zettel abgestempelt zurück und dann habt ihr euer Gewerbe angemeldet. Dasselbe geht auch in Schriftform, das heißt, man lädt sich dieses Formular aus dem Internet runter, füllt es aus und schickt es halt an die zuständige Behörde. Und die schicken das einem mit einer Rechnung zurück, da bezahlt ihr eure 25 Euro und dann habt ihr euer Gewerbe auch angemeldet. Dann wird früher oder später nochmal ein Brief vom Finanzamt kommen, die dann nochmal irgendwie bestätigen. Herzlichen Glückwunsch zu ihrer selbstständigen Tätigkeit und bla bla bla. Und da sind dann eure finanzlichen Sachen nochmal drin, eure Steuernummer und, und. Und dann habt ihr ein Gewerbe. Was ich an einem Gewerbe sehr vorteilhaft finde, ist, ich kann zum Beispiel auf das Gewerbe hin mich versichern. Das heißt, ich habe nochmal eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, ich habe auch eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Das kann auch nur von Vorteil sein. Wir bewegen uns hier im Internet. Nicht jedem passt, was man macht. Und tja, man kriegt da immer mal ziemlich Feuer, auch von Hatern und ähnliches. So hat man mit der Rechtsschutzversicherung wenigstens nochmal eine schussfeste oder eine richtig
starke Waffe in der Hand und da kann man sich auch mal ein bisschen verteidigen oder ähnliches. Was auch gut ist bei der Rechtsschutz, die ich gemacht habe, die hat 24 Stunden Rechtsberatung. Das heißt, wenn ich irgendein Problem habe, gehe ich einfach hin zu meinem Telefon, rufe die Nummer an und dann habe ich permanent einen kompetenten Anwalt an der anderen Seite sitzen. Dann die Haftpflicht, ja, die macht auch Sinn. Ihr könntet ja beim Filmen mal irgendwas beschädigen oder ihr filmt irgendjemanden, dem passt das nicht so richtig und der hat dann irgendwelche Ansprüche an euch, das kann dann richtig teuer werden. Und um das zu umgehen, wäre auch eine Haftpflicht sinnvoll. Allerdings, diese beiden Sachen sind auch nicht gerade billig. Das Geld sollte man auch im Jahr einspielen, bevor man sowas natürlich abschließt. Oder man sollte es übrig haben. Das ist halt, wie gesagt, das Problem beim Anmelden eines Gewerbes. Es entstehen Folgekosten. Und die können mitunter beträchtlich sein. Das liegt halt an euch, wie ihr die Sache betreibt. Tja, das ist jetzt mal das, was ich dazu sagen kann. Tja, also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. M-Meuter Video.